Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Ach, willkommen zu meiner dritten Aprilwoche. Ich hänge nach wie vor ein wenig hinterher. Ihr hört es vielleicht auch an meiner Stimme. Ich bin immer noch erkältet. Kann man nichts machen, beziehungsweise wir versuchen das Beste draus zu machen. Ich habe hier eine wunderschöne Seite gestaltet. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr, dort etwas eintragen zu können. Meine Einnahmen und Ausgaben sind... Ich nehme mal an, es wird jetzt jede Woche ein bisschen verrückt. Ich zeige euch gleich, warum. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen was ausgegeben. Ich spare mir das mal heute hier Ausgaben drüber zu schreiben, weil ich brauche eventuell den ganzen Platz, weil wir so viele Einzelposten hatten. Hier kommt auf jeden Fall wieder der Resttopf hin. Mal gucken, ich war ja ein bisschen verschwenderisch. Gucken, dass wir mit dem Platz hinkommen. Auf jeden Fall, Lebensmittel gab es wieder. Da haben wir ausgegeben 93,81 Euro und also für zwei Personen und die zwei Hasis essen ja mit. Die kriegen immer Frischfutter, solange es im Garten noch nicht allzu viel gibt. Und im Topf sind da jetzt noch 102,61 Euro. Dann Arbeitsmaterial. Ich glaube, für meinen Lehrerjob habe ich diesen Monat erst ein oder zwei Sachen gekauft. Alles andere ist tatsächlich alles für den Etsy-Shop von Porto über Briefumschläge, Sticker, andere Versandtaschen. Es waren 292,87 Euro. Wenn ich das immer so sehe, was ich diesen Monat alles ausgegeben habe, habe ich das Gefühl, der Etsy-Shop macht mich arm, aber nicht ganz. Ich bin es also bei minus 660,02 €. Ich hatte ja am Anfang 200 € in den Topf Arbeitsmaterial reingetan. Das heißt, diesen Monat habe ich schon 860 € ausgegeben. Im nächsten Monat bin ich am Überlegen, ob ich dann quasi immer, wenn ich denn wöchentlich was eingenommen habe, ob ich diese Summe korrigiere oder ob ich die halt wirklich jedes Mal ins Minus laufen lasse. Ich weiß es noch nicht. Ich arbeite tatsächlich noch an zwei, drei Sachen, die mir durch den Kopf gehen. Auswärts essen. Gab es, ich glaube, Pizza, 35 € und haben jetzt noch 24 € im Topf. Aktuell, wir haben jetzt schon Mittwoch, habe ich das Gefühl, dass wir die eventuell nicht aufbrauchen werden. Dann war ich tanken. Eigentlich hätte ich den Tanktopf überschritten. Wartet, ich nehme mal einen Schluck Tee. Aber ich musste mich jetzt, also letzte Woche war eine Osterferien, da war ich krank in den Ferien und diese Woche musste ich mich krank schreiben lassen und dementsprechend fahre ich nicht zur Arbeit. Ich verlasse auch nicht das Haus und hüte relativ viel meiner Zeit das Bett. Ich habe 24,01 € ausgegeben und hatte, glaube ich, noch 24,06 € im Topf oder 7 Cent. Dementsprechend habe ich jetzt noch 0,06 Cent im Topf. Habe ich also gut abpassen können. Dann für Sonstiges. Ich glaube, das eine Mal eine Karte zum Geburtstag. Sorry, wenn ich immer mal wieder Tee zwischendurch trinken muss. Ansonsten hält meine Stimme gar nicht durch. Und dann habe ich etwas bei Etsy bestellt. Das zeige ich euch noch gleich. Ich habe nämlich mittlerweile ein viertes Sparspiel. Also 3 gekauft und ein selbst erstelltes. Und das werden wir heute auch spielen. Ich freue mich schon drauf. Und dementsprechend habe ich im Topf noch 40,50 €. Und der letzte Punkt von den variablen Kosten sind die Handy-Apps. Samstag, glaube ich, war das der zweite Community Day. Es gibt ja neuerdings 2 bei Pokémon Go und da habe ich mir wieder diese Community Box für 99 Cent gekauft und da habe ich jetzt noch 13,02 € im Topf. So, und dann kommt noch eine Ausgabe aus einem Spartopf. Die Spartopf-Ausgabe spielt ja quasi für mein Monatsbudget keine Rolle, aber ich nehme es trotzdem immer mit in die Wochenübersicht, um zu gucken, was ich halt trotzdem ausgegeben habe. Vor allen Dingen, wenn ich mit den Töpfen mal ins Minus komme, dann muss ich das mit meinem monatlichen Budget ja trotzdem begleichen. Und zwar Heim und Garten. Und ich habe einen hochfahrbaren Tisch gekauft. Den müssen wir auch noch aufbauen. Der kam gestern für 189,99 Euro, beziehungsweise es ist ohne Platte. Die Platte behalte ich, die ist ja hier von Ikea. Und
Ja, damit ich nämlich Etsy-Bestellung im Stehen packen kann, das wäre mir ganz recht. Und da haben wir jetzt noch 170,37 Euro im Topf. Das war einiges, würde ich mal sagen. Och, das sieht so schön aus hier mit den Osterglocken. Ach, ich feiere das. Hat auch schön gepasst. Also, fein. Ich habe ausgegeben diese Woche 643,17 €. Ist mir persönlich viel zu hoch. Aber man muss ja sagen, die 190 € und die 290 € sind quasi beides Business-Ausgaben und dafür werde ich Einnahmen haben. Also insgesamt würde ich sagen, wir waren gar nicht mal so unsparsam diese Woche. So ganz privat. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel Platz brauche ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, wir haben genug Platz. Wir haben genug Platz. Es gibt nämlich einiges zu berichten. So, ich bringe mal heute eine neue Farbe rein. So, ich finde, das sieht passt sehr gut zu den Braunen hier unten. Gut, Einnahmen. Zum einen haben wir Handy-Apps. Ja, die üblichen Verdächtigen. Ich habe jetzt noch eine neue mit dazu genommen. Wie heißt die denn? Ah, ich vergessen. Die hatte ich aber erst an dem Tag installiert, als ich euch auch das Video hochgeladen habe, also am Sonntag. Da ist jetzt noch nicht allzu viel zustande gekommen. Ich sammle ja eher immer so ein bisschen, um euch dann auch zeigen zu können, was funktioniert und was nicht. Ich verlinke sie aber in der Infobox. Also das ist quasi die fünfte in der Linie. Damit kann man aber insgesamt, also man kann auch wieder Apps installieren und das dann zur Seite packen, das Handy. Allerdings sind die Belohnungen für das App-Gucken sehr gering. Also bei Cash em All und Cash Alarm war das ja am Anfang ja zwischen 200 und 500 Coins. Und bei der neuen App sind das so zwischen 60 und 80. Also es ist nicht allzu viel, aber es funktioniert zumindest passiv, weil man muss keine Apps spielen. Bei Cash Alarm und Cash im Ohr habe ich zurzeit zu tun, meine alten Apps zu benutzen, mit denen ich quasi dich nur zur Seite legen kann, weil man braucht immer mehr Minuten, bis man damit was verdient. Und zurzeit muss ich tatsächlich spielen. Das ist gar nicht so einfach, weil, naja, ich bin immer noch nicht so fit. Ich habe auf jeden Fall verdient, wir haben mal ein bisschen mehr Platz, ja. 38,35 € und real auszahlen lassen habe ich mir davon 20. Das hätte ich jetzt vielleicht hier drüber schreiben. Sollen wir das noch drüber schreiben? So, real. Gut, Handy-Apps. Achso, für Affiliate brauche ich gar keinen Platz, weil ich habe. Zurzeit klickt niemand auf meine. Doch, ich glaube, es wird auf meine Amazon-Links geklickt, aber es wird nicht gekauft. Das ist dann einfach so. Darüber gab es keine Einnahmen. Dafür, aber da habe ich mich sehr gefreut über iGrail. Das ist ja eine Cashback-App. Und wenn ihr da über meinen Link geht, bekommt ihr, glaube ich, aktuell 5 € geschenkt. Zumindest ich bekomme 5 € geschenkt und deswegen nehme ich an, dass ihr auch 5 € geschenkt bekommt. Ich habe nämlich 2 Anmeldungen und dementsprechend 10 € und auszahlen, das dauert. Also auch bei den Cashback-Aktionen, die ich am Laufen habe, das dauert etwa 2 Monate, bis man das Cashback tatsächlich gut geschrieben bekommt. Und auszahlen tut die App ab 20 € und die 20 € habe ich noch nicht ganz erreicht. Ich bin, glaube ich, mittlerweile sogar bei 49 €. Halt durch eure Anmeldung und durch mein Cashback. Ich muss aber 2 Monate warten, bis das nach und nach ausgezahlt wird. Aber ich habe quasi schon Cashback angerechnet bekommen. Na, also es wird. Und freut mich sehr, weil das ist ja dann wirklich eher passiv. Ne? Also wenn ich Handy-Apps tatsächlich spielen muss, dann würde ich das nicht als passive Einnahme betrachten. Aber Cashback ist immer gut. So, 10 €, da habe ich mich sehr gefreut. Dann über eBay Kleinanzeigen habe ich nochmal verkauft für 50 €. Das sind ja die, die ich eigentlich schon letzte Woche haben wollte. Und da habe ich, das sind jetzt die 150 € die wir verdient haben diesen Monat. Und da habe ich ja meinen Minimalismus-Tracker benutzt. Dadurch, dass ich krank war, konnte ich jetzt nicht so viele Sachen aussortieren, aber insgesamt sind es jetzt diesen Monat 4 Sachen gewesen und ich hatte 2 Verkäufe, einmal 100 und einmal 50 €. So hatte ich mir das ja vorgestellt mit diesem Tracker, dass dieser. Was ist denn los, Milli? Hier ist eine kleine Katze. So hatte ich mir das vorgestellt diesen Monat, dass ich
nee, mit diesem Tracker, dass die Dinger groß genug sind, die Felder, dass man dann reinschreiben kann, wenn man Geld damit verdient hat. Genau. Und da ich ja diesen Monat so viele zusätzliche Einnahmen habe, darf ich diese Woche 4 Sparspiele spielen und habe mir das auch ab nächsten Monat vorgenommen, dass ich alle 4 spiele. Und da man aber gucken muss, es fragen ja immer einige, woher nehme ich das Geld für die Sparspiele? Ich habe das ja am Anfang des Monats eingeplant für Spar-Challenges. Allerdings habe ich nicht eingeplant, dass ich 4 Sparspiele spiele. Und ich habe die 4 Spiele jetzt zugeordnet. Also jeder wird einem Spartopf zugeordnet und dementsprechend wird es dann im nächsten Monat hier weniger Spartöpfe geben, weil ich da quasi für manche nicht Geld einstelle, sondern das Geld kommt dann durch die Challenges. Das war jetzt sozusagen mein Plan. Zurück zu Lück über Etsy. So, wir haben ja noch Etsy und wir haben YouTube. Über Etsy habe ich in der dritten Woche 635,15 € verdient. Und mich trifft eigentlich jedes Mal der Schlag, wenn ich bei Etsy reingucke, weil ich es einfach nur so krass finde. Davon nimmt sich Etsy ein Viertel. Ja, das fällt dann schon weg. Und dann darf man nicht vergessen, also für all diejenigen, die jetzt denken, was, wie viel Geld verdienst du? Ja, wie gesagt, davon nimmt sich Etsy ein Viertel. Am Anfang war es ein Drittel, jetzt habe ich ein paar Sachen optimiert. Jetzt ist es nur noch ein Viertel, was Etsy abzieht für Bearbeitungsgebühren, Transaktionsgebühren. Und hast du nicht gesehen? Und dann darf man ja quasi die anderen Kosten vergessen. Aber sie sind mittlerweile zumindest gedeckt. Ausgezahlt bekommen habe ich 474,48 €. Ja, da sieht man schon, es sind Verluste. Wobei, das ist nicht deckungsgleich. Ne? Also das ist quasi das, was ich theoretisch tatsächlich die Woche eingenommen habe. Und da ist immer noch eine Verzögerung mit drin. Das macht mich eigentlich ein bisschen wahnsinnig, die Art und Weise, wie Etsy auszahlt. Aber sei dahingestellt, zumindest sind die Kosten gedeckt. Und mit meinem großen Kanal, mit Susan Lives, habe ich die Woche 8,38 € verdient. Und ich habe jetzt diesen Monat auch die 30 € überschritten. Letzten Monat hatte ich ja 40 €. Dementsprechend bekomme ich im Mai wieder eine reale Ausgabe. Bei YouTube ist es ja so, da wird ab 70 € ausgezahlt und bei Amazon ab 25 €. Die 25 € bei Amazon habe ich auch erreicht, allerdings zahlt Amazon halt nicht wie YouTube im nächsten Monat aus, sondern erst, ich glaube, 2 oder 3 Monate später. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen geduldig sein. Ich hatte auf jeden Fall Einnahmen 741,88 €, theoretische, und die sind höher als die Ausgaben. Ich bin wirklich Tag für Tag geflasht, was das angeht. Und tatsächliche Einnahmen hatte ich 544,48 €. Es ist krass. Also zur Zeit dieses Etsy-Abenteuer, was ich da gestartet habe, es zieht mir manchmal auch irgendwie so ein Boden unter den Füßen weg. Also ich habe ja im Februar habe ich das gestartet und im Februar war ich ja noch Minus, weil ich mit den digitalen Verkäufen weniger verkauft habe, als die Einstellgebühren waren. Und im März habe ich, glaube ich, 40 € verdient. Und jetzt erst im April habe ich angefangen mit den Trackern zum Ausdrucken, also mit dem Print. Und mittlerweile habe ich täglich sogar 20 Verkäufe. Ich dachte wirklich, ich habe 5 in der Woche. Ich habe täglich 20 Verkäufe. Ich bin dankbar. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für alle, die bestellen. Ich hoffe, euch gefallen dann die Tracker, wenn sie auch ankommen. Es ist verrückt. Also wie gesagt, ich gucke da jeden Morgen rein und denke mir, also was ist da über Nacht passiert? Und ja, packe dann natürlich auch sehr liebevoll immer die Bestellung und freue mich da auch drauf und ja, hoffe, dass ihr das Erlebnis habt, wenn ihr diesen Briefumschlag seht, was ich mir sozusagen vorgestellt habe. Genau, ja, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön. Ich fühle mich da auch reichlich belohnt, weil ich das einfach so mega, mega schön finde. Was ich noch schön finden würde, ist, wenn ich weniger krank wäre, aber naja. Man kann nicht alles haben. So, jetzt gehen wir erstmal durch unsere Challenges. Und ich glaube, für die 4. Woche werde ich hier noch einen extra Platz brauchen. Das mache ich dann aber irgendwie anders. Nehmen wir diesmal rot. Und zwar, ich schreibe mal schon vor, damit ich keine vergesse. Wir haben diese Woche die Fitness-Challenge.
Wir haben die Bücher-Challenge. Wir haben die 52 Wochen. Und dann spielen wir vier Sparspiele. Wir spielen die Money Street. Und zwar ist es ja mein Luxus-Spartopf gewesen. Das bleibt da auch. Dann spielen wir die Piraten von der Finanzgräfin. Das wird mein Urlaubsspartopf. Der wird damit befüllt, weil die sind ja auf hoher See und in der Karibik und so, dachte ich mir. Dann habe ich mein Drachengold. Ich schreibe es auf in der Reihenfolge, wie ich sie gekauft bzw. erstellt habe. Das Drachengold ist, wo habe ich es denn hingeschrieben? Geschenke war das, ne? Genau, Geschenke werden damit bespart. Und dann habe ich neu gekauft Big Run. Ich zeige es euch dann noch. Und mit Big Run finanziere ich Technik. Zurzeit tue ich ja monatlich 20 Euro in den Techniktopf und da dachte ich, da kann ich auch ein Sparspiel spielen. Geschenke tue ich 20 Euro in den Topf. Da dachte ich, kann ich auch ein Sparspiel spielen. Ich glaube, Urlaub ist 40 Euro, aber das Piratenspiel von der Vanessa, Quatsch, von der Sarah, ist auch ein bisschen höher. Von daher haut das hin. Und Luxus sind ja eh nur Luxusgegenstände. Da habe ich ja quasi noch nie einen festen Betrag reingetan, weil ich das immer quasi damit finanziert habe. So, das ist der Plan. Und jetzt gucken wir mal. Ich habe nämlich vergessen anzumalen. Ich hatte die Woche einmal die 10.000 Schritte und das war am Samstag. Jetzt müssen wir nur noch rauskriegen, welcher Tag der Samstag war. Super. Heute ist das 27. 29., 28., 27. Ach so, doch, ich habe es ausgemalt. Tada! Ich habe es ausgemalt. Es war wirklich ein sehr dünner Monat, aber ich liege ja quasi nur im Bett. Also, wir tun 1 Euro in die Fitness-Challenge. Und normalerweise trage ich das ja immer hier alles noch mit rein. Das spare ich mir diesmal, das mache ich nach dem Drehen, weil dieses Video nicht immer so lang wird. Und ja, hier seht ihr quasi Luxus und hier trage ich das dann immer ein. Was ich nicht mache, ist, das auf diese kleinen Sporttracker zu schreiben. Weil mich das tatsächlich nervt, wenn ich immer diese Dinger aufmache, also fünfmal aufmache und reinschreibe. Das ist echt. Das funktioniert für mich nicht, aber das kann halt jeder machen, wie er das sozusagen braucht. Und ich schreibe das jetzt immer nur hier auf, dass ich weiß am Ende des Monats, wie viel Geld habe ich denn insgesamt ausgegeben für meine Sport-Challenges, weil das Geld muss ja irgendwo herkommen. So. Erstmal haben wir hier einen Euro. Der kommt hier rein. So, und dann sind wir nämlich schon fertig. So, dann ist mir noch aufgefallen, als ich mein Nachttisch, heißt es Nachttisch? Nein, eigentlich habe ich eine Regalbreite, ist egal. Auf jeden Fall, als ich aufgeräumt habe, dass ich diesen Monat tatsächlich schon ein Buch gelesen habe, nämlich No Escape von Wolfgang Holbein und Jens Schumacher. Das ist diesen Monat auch erst erschienen und das ist quasi ein Escape-Thriller. Und der hat mir sehr viel Spaß gemacht und seitdem habe ich nichts gelesen. Ich liege tatsächlich sehr viel im Bett und versuche mich gesund zu schlafen. Aber wir müssen dementsprechend hier noch etwas korrigieren. Und mir ist gerade aufgefallen, ich habe Geld für Bücher ausgegeben. Allerdings diese Woche. Das ist jetzt für euch nicht weiter relevant, aber ich habe quasi hier schon meine Ausgabe eingetragen und erst jetzt kommt, also die Ausgabe für Woche 4 und erst jetzt kommt die Einnahme für Woche. Was auch immer. Ist so. Wir müssen ja jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst. Ich bin die einzige Person, die da durchblicken muss. Und ja, ich habe manchmal das Gefühl, also je mehr Sparspiele man spielt, desto unübersichtlicher kann dieses Budget werden. Ich kann also alle Leute verstehen, die sagen, ich spiele überhaupt nicht, sondern ich tracke nur, was ich so mache. Und mir ist vorhin aufgefallen, als ich versucht habe, so ein bisschen zu organisieren, meine vier Sparspiele, dass das ja natürlich auch ein größerer Aufwand ist. Aber ich freue mich schon sehr. So, auf jeden Fall habe ich ein Buch gelesen. Dementsprechend tun wir jetzt hier 5 Euro rein, dass das stimmt. Und dann trage ich hier einfach ein 5 Euro. Genau, 52 Wochen Challenge. Müsste als nächstes kommen. Ja, und dann traue ich mich jetzt für einen höheren Beitrag. Ich glaube schon. Wir nehmen mal 26 Euro. So,
Oder 27 habe ich 27 noch offen. Ja, ne? Ich glaube, was ich als erstes finde. 2 Euro Stück habe ich zuerst gefunden. Nehmen wir 27 Euro. Ja, mittlerweile bin ich in Etsy, mit Etsy im Plus. Mit dem Gewerbe bin ich noch nicht im Plus. Das liegt daran, dass ich den Drucker für 500 Euro diesen Monat gekauft habe und halt diesen hochfahrtbaren Tisch. Wobei wir erstmal ausprobieren müssen, ob der uns gefällt. Ansonsten geht er wieder zurück. Für 200 Euro dementsprechend. Die 700 Euro sind jetzt noch nicht gedeckt. Aber die ganzen Materialausgaben, die ich hatte und Porto und hast du nicht gesehen, die sind gedeckt. Und das ist auf jeden Fall das, was erstmal dafür sorgt, dass mein Budget im Plus ist. Weil sowohl den Tisch als auch den Drucker habe ich ja mit Spartöpfen bezahlt. Genau, so, also schreiben wir jetzt hier hin 27 Euro. Und, achso, ich müsste ja hinschreiben, was im Topf ist, wa? Ja, habe ich jetzt keine Lust zu. Nee, Leute, ich bin echt nicht so fit. Ich schreibe das dann ohne euch hin, weil ich muss das ja dann sowieso hier eintragen. Und dann sehe ich auch, was im Topf war. Und dann kann ich auch eintragen, was im Topf sein muss. Ich mache das jetzt komplett ohne euch. Jetzt spiele ich erstmal Spiele. Was ich euch aber noch zeigen wollte. Das hier habe ich nicht bekommen, das ist meine. Und zwar habe ich bestellt, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, ich glaube Yvette war es, ein neues Sparspiel, nämlich Big Run. Das hat mir total gefallen. Ich zeige euch das deswegen. Ich glaube, sie hat keinen Finanzkanal. Sie hatte vor ihr noch nie was gehört. Ich zeige euch das deswegen, weil alles, was hier liegt, habe ich für 3,50 Euro bekommen und auch noch versandkostenfrei. Also ich glaube, mal ganz unter uns, das Mädchen verkauft sich ein bisschen unter Wert. Aber gut, das ist das Spiel und das fand ich deswegen cool, weil sie jetzt quasi wirklich das ganze Spielfeld ausnutzt. Für dieses Würfelspiel, was ich total cool finde. Das habe ich bekommen. Hier sind quasi die ganzen Symbole, das kann man extra noch einheften. Dann gab es hier noch das Budget-Cheat dazu, auch zum Einheften. Das werde ich jetzt nicht benutzen, weil ich trage das ja eh nicht ein, aber ich fand es trotzdem sehr cool. Ein Würfel gab es dazu. Dann diese, nennen wir es mal Spielfigur. Das ist auch ein Magnet. Ja, so wie ich das auch mache, nur halt mit Herzchen. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so praktisch, wenn man das einheften möchte. Aber ich fand es sehr süß. Außerdem mochte ich die Farbe. Kann man sich auch aussuchen. Das hier ist drumherum. So eine selbstgemachte Banderole. Das war gestern in der Post. Also ich bin irgendwie vom Glauben abgefallen, als ich das gesehen habe. Dann gibt es hier noch so einen Kleingeldsammler. Da kann man, wo war es hier? Kann man hier sein Kleingeld reintun? Für das Spiel. Auch gelocht. So, jetzt kann man es sehen. Ein Würfel gab es mit dazu. Und das gab es auch noch gratis. Ein Bucket-Tracker. Das ist ja das, was die Vanessa auch benutzt. Dass sie sagt, okay, wenn ich für den nächsten Monat, was weiß ich, 1000 Euro Bucket brauche, dann schreibe ich mir hier die Anzahl rein. So mache ich das ja nicht. Ich überlasse es tatsächlich ein bisschen den Zufall, aber so organisiert jeder, wie er das möchte. Und ja, das alles gab es für 3,50 Euro versandkostenfrei. Und nein, ich werde meinen Drachengold deswegen nicht günstiger anbieten. Also. Auch wenn es solche ganz verrückten Dumpingpreise gibt. Ich weiß nicht, sie hat sich so viel Mühe gemacht. Es gab auch noch so ein kleines Tütchen mit Süßigkeiten. Das hat mein Spatze aber sofort gefordert. Ich weiß nicht, ob sie mit dieser krassen Bestellung überhaupt positive Einnahmen hat. Ich sag's mal so. Aber ich fand es wunderschön und ich wollte es euch einfach zeigen. Ich verlinke euch ihren Etsy-Shop. Und kauft ihr gern die Bude leer und vielleicht denkt sie dann darüber nach, ob sie die Preise vielleicht anhebt. Also ich meine, ich finde es gut, dass es so, also auf der einen Seite als Käufer finde ich es gut, dass es so günstig ist, aber irgendwie hat mich das auch ein bisschen nachdenklich gemacht. So, das ist auf jeden Fall das neue Sparspiel, was ich habe und jetzt habe ich es euch gezeigt, jetzt kann ich es auch einheften.
So, und jetzt spielen wir die Spiele in Reihenfolge. Ich habe jetzt vergessen, ich hatte ja mit der Money Street und mit dem Piratenspiel schon mal angefangen. Ich werde es einfach nochmal von vorne anfangen müssen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, dass ich jetzt 4 Sparspiele habe, die ich spielen kann. Und ich hoffe, ihr freut euch auch. So, ich nehme diesen Würfel, den habe ich nämlich diese Woche auch bekommen. Oder letzte Woche. Ich habe nämlich kleine Würfel bestellt. Von mir gibt es nicht so einen großen Würfel, sondern von mir gibt es solche kleinen Würfel. Und da habe ich auf meine Großbestellung einen bunten Glitzerwürfel dazu bekommen. War mein Spatz und ich auch total verliebt. Und jetzt brauche ich erstmal noch ein bisschen Platz zum Würfeln. Wir haben eine. Eins. Na, da kommen wir nicht weit. Spare 1 Euro. So. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Wenn ich euch ranzoome, dann seht ihr wieder von dem ganzen rechts nichts. Also, wir sparen in dem Money Street 1 Euro. Und dementsprechend kommt 1 Euro in den Luxustopf und das passt mir auch ganz gut. Da machen wir nämlich unser Hartgeld mal ein bisschen klein. Zack. So, das Piratenspiel, ich liebe es. Eine 4 habe ich gewürfelt. 1, 2, 3, 4. Spare 20 Euro. Ich sage ja, genau, das ist ja mein Urlaub. 20 Euro. Sie hat ja die, ich will mal Vanessa sagen, die Sarah hat ja nur solche großen Felder. Deswegen dachte ich, passt das mit dem Urlaubstopf ganz gut. Beziehungsweise sparen wir eigentlich nicht dezidiert für einen Urlaub, weil wir eigentlich nicht vorhaben, dieses Jahr in Urlaub zu fahren. Aber das ist ja quasi unsere Ausflügetopf. Wenn wir mal auf den Mittelaltermarkt gehen möchten oder zu einer Ausstellung oder zu einer Messe oder so, ne? Also solche Tagesausflüge, hatte ich mir da gedacht. Aber jetzt 20 Euro. Ich sag ja, ab nächsten Monat plane ich da quasi für diese 4 Spartöpfe kein Geld ein, beziehungsweise für Luxus habe ich ja sowieso kein Geld eingeplant und plane dafür ein bisschen mehr Geld für die Spar-Challenges. So, das ist mein Spiel. Die Schrift ist natürlich bei mir ein bisschen kleiner, da zoome ich euch doch mal rein. Wop. Noch eine 4. 1, 2, 3, 4. Oh, der Zwerg. Ein Zwerg leuchtet dir den Weg. Würfel noch einmal. Oh, Sprache 4 Euro. Ich liebe auch dieses Magnetsystem total, weil hier hinten ja dieser Magnet dran ist, ne? Deswegen, also wenn ihr das Spiel bestellt, ihr bekommt 2 Magneten und einen kleinen Würfel, falls ihr keinen habt. So, jetzt schreibe ich erstmal 4 Euro ein. Und der Topf ist noch leer. Warum ist der eigentlich leer? Ach so, weil das Geld letzte Woche noch in den Luxus gegangen ist. Falls ihr euch wundert, warum der Geschenketopf leer ist und auch der hier, der Techniktopf, weil eigentlich beide sind bei mir keine Bargeldtöpfe, sondern ich spare quasi auf dem Konto, weil ich das meiste davon online bestelle und ich würde dann einfach in Abständen oder am Ende des Monats immer das Geld rausnehmen, um es quasi zur Verfügung zu stellen, weil ich ja Technik sowieso vom Konto aus bezahle. Aber trotzdem spare ich quasi in diese Töpfe rein. Was ist denn los, mein kleiner Spatz? Ach, du bist so ein Kletteraffe. Gut. Mein Drachengold. So, und jetzt das neue Spiel. Big Run. Nein, nein, hör auf, die Amaya zu ärgern. Da haben wir eine 5 gewürfelt. Und dann geht es jetzt los in diese Richtung. Genau, hier hat sie die Pfeile hingemacht. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe ein Magnet verloren. Ja. So, und wir haben dieses Ding da. Und das heißt, sie hat ja auch richtig viele Symbole, was ich echt gut finde. Nimm 5 Euro aus deinen variablen Kosten und stecke sie in den Big Run. Gut. Ich habe gerade drüber nachgedacht, aber also aus meinen variablen Kosten nehme ich das definitiv nicht, sondern aus meinem Spar-Challenge-Topf. So, und dann tun wir jetzt hier 5 Euro in Technik rein. Dann bin ich mal gespannt, wie viel monatlich zusammenkommt, weil ich ja wie gesagt nur 20 Euro einstelle. Das liegt aber daran, weil ich mir eigentlich ein halbes Jahr lang ein Handy zusammensparen wollte. Ich schreibe es erstmal noch auf, 5 Euro.
Und diesen Monat wird es sein, dass ich, je nachdem, ich habe jetzt meine Etsy, wie viel ich insgesamt plus haben werde, noch nicht ausgerechnet, außerdem ist der Monat noch nicht vorbei. Aber ich möchte mir eine neue Kamera kaufen. Mein Camcorder ist jetzt irgendwie schon 6 Jahre alt und werde da sicherlich ein bisschen mehr Geld einstellen müssen. So, auf jeden Fall freue ich mich, dass ich jetzt 4 Sparspiele zu spielen habe. Ich muss mal gucken, ob ich das Ding hier noch zukriege. Gerade so. Ich hoffe, die Magnete bewegen sich nicht. Ich fasse das ja jetzt quasi eine Woche lang nicht an, weil ich hier in der Regel eh kein Geld rausnehme. Und ich hoffe, die sind noch an Ort und Stelle. Wir gucken mal noch, wie viel Geld wir jetzt ausgegeben haben. Ist ja teilweise ganz schön hoch. So, wenn ich mich nicht verzählt habe, sind es 63 Euro. So, und ich kann auf jeden Fall noch ein bisschen was ausgeben nächste Woche, weil ich ja allein 150 Euro plus hatte mit eBay Kleinanzeigen. Ansonsten hätten wir jetzt die 63 Euro. Letzte Woche haben wir nur 5 Euro ausgegeben und die Woche davor 61 Euro. Und da bin ich jetzt bei 129 Euro. Und eingeplant habe ich ja, wenn ich es finde, eingeplant für Spar-Challenges habe ich 200 Euro. So, und da werde ich nächsten Monat einfach ein bisschen mehr Geld einplanen. Und dafür werden die Kosten für meine Spartöpfe halt ein bisschen geringer sein. Genau. Beziehungsweise werden sich bei allen Töpfen ein bisschen, wird sich das Geld verändern. Ich arbeite aktuell schon fleißig an meinem Mai-Budget. Ich habe das jetzt schon 5-mal umgeworfen, weil sich ja meine Einnahmen auch verändert haben und damit meine Ausgaben. Also je mehr ich mit Etsy einnehme, desto mehr werde ich auch, desto mehr werde ich auch ausgeben müssen, weil je mehr Bestellungen ich habe, desto höhere Materialkosten habe ich. Ey, lass die! Und umso höhere Portokosten brauche ich und dementsprechend muss ich mir jetzt schon mal ein bisschen überlegen, wie der Monat eventuell aussehen soll. So, ich glaube und hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Ansonsten weist mich gerne darauf hin. Und habe ich zum Schluss Geld in das Big Run reingetan? Ja, ich habe überall Geld reingetan. Genau. Und langfristig plane ich dann noch meine Festtags- bzw. Weihnachts-Challenge, aber aktuell habe ich da quasi noch gar keinen Kopf frei, weil ich ja immer noch krank bin und B ist irgendwie Etsy passiert. Wirklich, vielen lieben Dank für alle, die bestellt haben. Aber es ist total verrückt. Es ist halt unerwartet. Ich werde diesen Monat 2000 Euro brutto haben. Davon geht natürlich noch ganz viel Geld ab, aber ich habe innerhalb von in meinem ersten Printmonat höchstwahrscheinlich 2000 Euro brutto Umsatz gemacht. Davon schnappt sich Etsy noch 500 Euro und ihr habt ja meine Ausgaben gesehen. ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Aber gut. Wir gucken uns da mal an, den Monatsrückblick und auch den Budgetmonat, was da tatsächlich für mich übrig geblieben ist. Aber Bombe. Vielen lieben Dank. Und ja, wer es bis zum Ende geguckt hat, lässt mir gerne wieder ein Herzchen da, ein grünes oder ein lilanes oder beide. Ich habe mich das letzte Mal mega gefreut, als dann diese ganzen bunten Herzchen kamen. Ich hoffe, ihr seid gesund. Wenn nicht, gute Besserung. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüss.